Das ist Rio de Janeiro mit seinem weltberühmten Zuckerhut. Die Hotelburgen an der Copacabana. Bilder, wie wir sie aus den bunten Hochglanzbroschüren der vielen Reiseveranstalter kennen. Brasilien mit seinen endlosen Stränden und vielen Sehenswürdigkeiten rückt zunehmend in das Blickfeld der Touristen. Vor 500 Jahren von den Portugiesen entdeckt und kolonisiert, ist es heute das größte und vielleicht kontrastreichste Land auf dem südamerikanischen Kontinent. Neben Rio gehört Sao Paulo zu den größten Städten des Landes. Schier unendlich das Häusermeer. Die modernen Bauten der Banken und Großkonzerne versprechen Reichtum und Wohlstand. Wer hier im Zentrum arbeitet und einkauft, gehört zu einer kleinen, wohlhabenden Schicht im Land. Wie überall auf der Welt ziehen die Metropolen die Menschen wie ein Magnet an. Sie kommen in der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben. Rund um die Stadtkerne entstehen riesige Siedlungen, oft ohne Straßen- und Wasserversorgungen. Die Elendsviertel, auch Favelas genannt, sind der Lebensraum der Ärmsten in einem reichen Land. Hier begegnen wir einem Mann, der mit diesen Menschen lebt, Padre Paul Link. Ich bin seit 1971 in Brasilien und habe im Jahre 1972 Kolbing entdeckt. In Deutschland war ich nicht Kolbing-Mitglied, ich war 3 Jahre lang Kaplan in Marburg. Dann bin ich später vom Kardinal auch eingeladen worden, bei dem Nationalvorstand mitzuhelfen. Ich bin also schon fast über 25 Jahre bei Kolbing. Der aus Fulda stammende Priester ist heute Zentralpräses des brasilianischen Kolpingwerkes. Brasilien ist seine zweite Heimat geworden. Folgen wir ihm durch das Land und begleiten ihn zu den Menschen, die ihn brauchen und lieben gelernt haben. Dieses Haus hat Josef ohne Erlaubnis auf dem Grundstück eines Großgrundbesitzers errichtet. Er lebt hier mit seiner Frau, Theresa, und 7 Kindern. Alle haben Angst, dass der Landbesitzer das wahrmacht, was er Josef angedroht hat. Er werde ihn und das Haus mit seinem Traktor überrollen, wenn er nicht von seinem Land verschwindet. Das Schicksal dieser Familie teilen Hunderttausende Landlose, nicht nur im Nordosten Brasiliens. Ungerechte Besitzverhältnisse, verteilt über ein riesiges Land, stellen die Menschen auf eine harte Probe im täglichen Kampf ums Überleben. Die Kinder von Theresa und Josef werden heute wieder mit leerem Magen zur Schule gehen. Solange der Staat die Position der Großgrundbesitzer stärkt, haben Menschen ohne eigenes Ackerland kaum eine Chance auf eine bessere Zukunft. Brasilien ist ein Land von großer sozialer Ungerechtigkeit. Diese sozialen Ungerechtigkeiten werden beseitigt, sicherlich durch eine bessere Politik. Und seit den 80er Jahren besteht in Brasilien die Demokratie. Sie ist eigentlich sehr konsolidiert. Wir können damit rechnen, dass von Wahl zu Wahl hier immer wieder auch Ungerechtigkeitsstrukturen aufgedeckt werden, dass auch grobe Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Die Verantwortung für die Kindererziehung liegt in den Händen der Frauen. Mit Gelegenheitsarbeiten versuchen sie, das Einkommen zu verbessern. Die Männer verlassen die strukturschwachen Landregionen mit der Hoffnung, in der Großstadt Arbeit zu finden. Dort scheitern sie häufig wegen mangelnder Qualifikation und kehren enttäuscht zurück. Nur 10% der 75 Millionen arbeitsfähigen Bevölkerung haben eine berufliche Ausbildung. Das ist eine katastrophale Situation. Hier liegt eine riesengroße Wunde. Diese muss unmittelbar beseitigt werden. Nur Länder, die hier in diesem Punkt investieren, können wirklich zu einem Minimum an sozialem und kulturellem und wirtschaftlichen Fortschritt gelangen. Neben den sozialen Ungerechtigkeiten verursachen lange Trockenheiten bis zu mehreren Jahren katastrophale Lebenssituationen. Ein schöner Himmel ist ein Himmel mit Regenwolken. So sagen es die Einheimischen. Und wenn es regnet, dann regnet es heftig. Das Überleben geht leichter, wenn die reichhaltigen Wasservorkommen im Boden genutzt werden können. Der Nordosten Brasiliens verfügt über riesige Wasservorräte.
Doch um an das kostbare Nass zu gelangen, sind teure Bohrungen notwendig. Das Geld hierfür fehlt den einfachen Bauern. Doch wer kein Wasser hat, kann in den Dürrezonen nicht überleben. Kolping baut im Nordosten Brasiliens über 100 Zisternen. Auch Abhilfe der Wassernot für gleich mehrere Dörfer schafft dieser Staudamm, den die katholische Pfarrgemeinde von Oeiras baute und damit die Lebensbedingungen für viele tausend Menschen in der Region verbesserte. Manche Probleme lassen sich mit etwas politischem Willen lösen. Doch der ist bei vielen Politikern nicht vorhanden, sagt der Mann, der auch diesen Brunnen bauen ließ. Den Verantwortlichen der neuen Siedlung war das Geld ausgegangen und so blieb die Wasserversorgung einfach weg. Pfarrer und Präses der Kolping-Familie, João de Deus, half. Über die Wassernot berichtet die Präsidentin der Kolping-Familie. Es ist ein Segen. Ohne Wasser wären wir hier niemand. Wasser ist für uns alles, denn ohne Wasser gibt es kein Leben. Kolping hat uns eine lebensnahe Unterstützung gegeben und gezeigt, wie man sich in der Gesellschaft bewegt und wie wichtig die Familie ist. Kolping Brasil half bei der Beschaffung und Organisation des 250 Hektar großen Geländes, das nun von 12 Familien bewohnt wird. In Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen ist es gelungen, nicht nur die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen, sondern auch Wasser für die landwirtschaftliche Produktion bereitzustellen. Obwohl das Leben in den ländlichen Regionen extrem schwierig ist, bleiben die Männer dieser Kolping-Familie. Die Großstadt bietet selten gute Chancen, die Lebenssituation zu verbessern. Das Leben dort ist teuer und in den Elendsvierteln lauern viele Gefahren. Auf den Märkten kann die Überproduktion von den Feldern verkauft werden. Einige finden hier auch eine Gelegenheitsarbeit. Die Initiative der Menschen zu unterstützen gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die sich das brasilianische Kolpingwerk gestellt hat. Wie das konkret aussehen kann, das möchten wir von Padre João de Deus wissen. Unsere Aufgabe ist es, die Vereinigung und die einzelnen kleinen Betriebe zu betreuen, sowie den informativen und erzieherischen Teil zu übernehmen. Die Vereinigung baut die Häuser, die man hier sieht. Neben Wohnhäusern gibt es ein Gemeindehaus sowie einen eigenen Brunnen. Auch ein Traktor wurde angeschafft. Mit dieser Unterstützung kann sich etwas Kleines entwickeln. Mit dem Projekt Boa Esperança hat sich eine weitere Kolping-Familie gefunden, die in Eigenleistung bereits 41 Häuser errichtet hat. Auch an ihrer Spitze steht eine Frau als Präsidentin. Am 27. August 1999 haben wir mit der Konstruktion der Häuser angefangen und wir haben keinen einzigen Tag gefehlt. Alle helfen mit. Zuallererst gibt die Kirche uns Orientierungshilfen. Der Pater ist immer für uns da. Er redet mit uns und erklärt, was unsere Vereinigung alles erreichen kann. Die gesamtheitliche Förderung des Menschen, besonders des arbeitenden Menschen und die Umgestaltung der Gesellschaft durch gerechtere und menschlichere Strukturen ist das Hauptziel von Kolping Brasil. Hierzu Pfarrer Paul Link. Wir glauben, durch die Förderung von Arbeit einen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage dort zu leisten und versuchen das zu tun, indem wir einerseits den Menschen helfen bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung, auch bei der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auch bei der Mithilfe, dass Menschen sich auch selbst organisieren können. Nach innen, indem sie an Gemeinschaften teilnehmen, Verein vor Ort, nach außen, indem sie auch befähigt werden, in Parteien und Gewerkschaften mitzumachen. Durch diese drei Wege wollen wir den Menschen helfen, damit sie sich auch in der Welt der Arbeit behaupten können und in der Gesellschaft ihren Platz bekommen. Die Förderung von Kleinstbetrieben steht in den strukturschwachen Regionen ganz oben. Seit fast 30 Jahren führt das brasilianische Kolpingwerk Kurse zur beruflichen Qualifikation durch. Es begleitet Menschen beim Aufbau ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit. Vor allem Jugendliche und Menschen aus sozialen Randgruppen werden in Berufsbildungszentren gefördert und auf eine qualifizierte Berufsausbildung vorbereitet.
Die Ausbildung als Bauschreiner oder Tischler wird vor allem in ländlichen Regionen noch stark gefördert, ebenso wie der richtige Umgang mit Saatgut und Pflanzen. Waren bis Mitte der 80er Jahre vor allem die klassischen Handwerksberufe gefragt, so musste man in den Städten zunehmend den Anforderungen der Industrie gerecht werden. Nur wenige, die in den Zentren nach Arbeit suchen, erhalten sie auch. Ein Teil stürzte ab in die Armut und lebt von dem, was andere wegwerfen, weit unter dem existenziellen Minimum. Vor 40 Jahren lebten noch 80% auf dem Lande, heute leben 80% in den Städten. In São Paulo kommt die ganze Sozialproblematik in besonderer Weise zum Ausdruck. Die Stadt hat 20 Millionen Menschen. Wenn man vom Westen bis zum Osten fährt, ungefähr 120 Kilometer, ungefähr 14, 15 Millionen Menschen leben in Peripheriegebieten, 4 bis 5 Millionen in Elendsvierteln, entweder in Favelas am Rand der Stadt oder in Cortiços im Stadtzentrum. Dass der Kollaps so nicht stattfindet, ist eigentlich das große Wunder von São Paulo. Einen Müllkollaps wird es nicht geben, solange die Menschen noch etwas Verwertbares auf den stinkenden Müllkippen finden, die sich rund um São Paulo ziehen. Dieses Recycling-Projekt gehört zu einem Arbeitsbeschaffungsprogramm, das auch auf eine Idee von Paul Link zurückgeht. Ein paar Familien sortieren Plastikbehälter und verkaufen sie an Recyclingunternehmen. Das verdiente Geld reicht gerade für eine bescheidene Unterkunft. Mit 7 Kindern leben Elena und ihr Lebensgefährte in einem Zimmer. Die Verantwortung der Kindererziehung, die Haushaltsführung und gleichzeitig Alleinverdiener sein zu müssen, damit muss auch Laura fertig werden. Sie teilt mit Millionen anderer Frauen dieses Schicksal. Mehr als 40 Millionen Kinder und Jugendliche leben in Brasilien ohne ausreichende Fürsorge. Wenn die Zivilgesellschaft sich nicht engagieren würde, wäre das Chaos schon perfekt. Politik muss noch ihren Weg finden, damit sie die wesentlichen Aufgaben erfüllt, dass Menschen auch in dem neuen Umfeld der Städte beheimatet und aufgenommen werden. Mehr denn je ist die Solidarität der Kolping-Familien gefragt. In 30 Jahren haben sich über 300 Gemeinschaften gebildet. Fast 30.000 Mitglieder verteilen sich auf 21 Bundesstaaten. Dort, wo die sozialen Aufgaben des Staates wie Erziehungswesen, Kranken- und Altenpflege nicht wahrgenommen werden, die soziale Härte, die Menschen besonders trifft, ist Solidarität gefordert. Die Lebensbedingungen in den Armutsvierteln sind katastrophal. Gestank, Abwässer, Müllberge prägen das Bild. Eine Brutstätte für Krankheiten sind auch Wohnungen wie dieses Mannes. Seit Monaten ist er krank. Er klagt über Juckreiz am ganzen Körper. Für den Arzt fehlt das Geld. Die Sozialarbeiterin der Kolping-Familie besucht ihn und hilft, wenn nötig. Das ist die kleine Kirche der Pfarrei Santa Rita im Stadtteil Carapicuíba. Eine von 31 Gemeindezentren, die Pfarrer Link betreut. Die Gottesdienste sind an den Sonn- und Feiertagen immer gut besucht. Heute ist Taufgottesdienst. Pfarrer Link ist stolz auf über 1200 getaufte Kinder und Erwachsene im letzten Jahr. Die Kirche ist sicherlich hier in besonderer Weise herausgefordert, nicht nur ein mystisches Christentum anzubieten, sondern auch ein wirklich ganzheitliches, wo eben die drei Dinge zusammenkommen, das Wort Gottes, das liturgische Fest und auch die verschiedenen sozialen Dienste. Die Kolping-Familie ist die kleinste Einheit eines Verbandes. Von ihr gehen die Initiativen aus, auch die Gründung dieser Kindertagesstätte. Jeder vierte Brasilianer ist jünger als 15 Jahre. Die Entwicklungschancen der Kinder aus sozial schwachen Familien sind gering. Nur maximal 30% schließen die Grundschule ab. Die Verfestigung des Glaubens ist ebenfalls ein zentrales Anliegen von Kolping. Como que ele pode se dizer que ele é um católico, que ele é uma pessoa que crê, que ele não é?
Von der Kinderkatechese zum Firmungsunterricht bis zu den Erwachsenenseminaren nach den Gottesdiensten reicht das Angebot. Diese werden häufig von Frauen besucht. Sie erhalten hier auch Informationen und Ratschläge bei Familien- und Erziehungsproblemen oder anderen wichtigen Dingen des alltäglichen Lebens. Und manchmal ist es auch nur das Treffen mit Gleichgesinnten. Eine besondere Herausforderung in den großen Städten ist die Wohnungssituation. Millionen leben in menschenunwürdigen Verhältnissen. Auch in diesem Bereich will Kolping modellhafte Aktivitäten begleiten. Dieses Bauprojekt nennt sich 1. Mai im Stadtteil Carapicuíba. Auf einem 70.000 Quadratmeter großen Gelände werden einmal 492 Häuser errichtet. Das Musterhaus wird von Kolping gebaut. Der wichtigste Teil ist die Hilfe bei der Selbstorganisation der Menschen. Hierbei hilft Kolping. Es entstanden auch kleine Läden und Handwerksbetriebe rund um das Neubaugebiet. Kolping hat als Spezifikum die Förderung von Arbeit. Und gerade diese Zielsetzung ist sehr wichtig. Und sie wird sehr stark angenommen. Sie entspricht genau dem, was heute eigentlich im Lande gefordert wird. Auf der anderen Seite, wenn man die Bewegung bedenkt von der Seite der Kirche, auch für die Kirche sind heute Bewegungen sehr wichtig, damit sie auch in den Räumen das Evangelium darstellen können, in dem sie normal nicht hinkommen. Und wir sehen hier in der Welt der Arbeit unser Betätigungsfeld an. Und wir haben hier auch eine große Chance, auch von den christlichen Gemeinden ausgehend in der Welt der Arbeit unseren Beitrag zu leisten. Ein Werk wie Kolping ist heute von ganz großer Wichtigkeit. Die Zeichen der Zeit erkennen, auf die Bedürfnisse in der Arbeitswelt eingehen, sind die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Daher ist eine zeitgemäße Ausbildung existenziell. Der Computer hat bis in den kleinsten Betrieb Einzug gehalten. Wer den Computer heute nicht bedienen kann, hat morgen schlechte Karten, Arbeit zu finden. Mehr als 100 Kolpinghäuser gibt es bereits in Brasilien. Sie werden gerne von den Stadtverwaltungen als Anlaufstelle für Sozialprogramme genutzt. Doch nicht immer, wo sich plötzlich viele Menschen versammeln, bedeutet das Gutes. Dies müssen auch wir bei den Dreharbeiten zu diesem Film feststellen. Mit zwei Kopfschüssen wurde dieser Mann unmittelbar vor seinem Haus von einem Killerkommando getötet. Für Pfarrer Link und die am Tatort Anwesenden ist die Situation nicht neu. Und dennoch ist die Betroffenheit groß. Der Sohn des Toten holt die Geldbörse seines Vaters. Es besteht der Verdacht, dass das Opfer in ein Drogengeschäft verwickelt war und er die fälligen Zahlungen nicht leisten konnte. Wer die Gesetze des Drogengeschäfts nicht beachtet oder sich über sie hinwegsetzt, wird getötet. Ist ein Menschenleben angesichts dieser Tat so wenig wert in Brasilien, fragen wir Pfarrer Link. Was wir gesehen haben, ist einfach eine totale Erschütterung. Leider Gottes kommt es sehr oft vor in diesen Gebieten. In Carapicuíba werden monatlich 40 Menschen ermordet, zu sterben eines gewaltsamen Todes. Angesichts erschreckend hoher Zahlen von Gewalttaten stellt sich die Frage, was getan werden kann, um das Morden zu verhindern. Natürlich, diese Situation, die wir gerade erlebt haben, ist Ausdruck einer wirklich extremen Situation. Was getan werden kann, dass in diesen Gebieten Gemeinschaften gebildet werden. Wir können Leute einladen, dass sie zu uns kommen. Es gibt verschiedene Programme für Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen. Wenn sich jemand anschließt und zu einer Gemeinschaft kommt, dann kann hier ein wirkliches Zeichen von Hoffnung gesetzt werden. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit? Pfarrer Link, der von seinen 30.000 Mitgliedern der Kolping-Familien fast jeden kennt, schaut zuversichtlich in die Zukunft, auch in seine eigene, nach über 25 Jahren Aufenthalt in Brasilien. Die Struktur ist so, dass Gott sei es gedankt, die einzelnen Gruppen wesentlich verantwortlich sind. In Kolping hängt es nicht ab von nur der einen anderen Person. Wir hatten schon mehrfach auch diese Situation, wo eben ganz besondere Führungspersönlichkeiten ausgefallen sind. Es ging eben weiter, weil doch die Gruppen vor Ort ihre Vorstände haben. Es gibt Regionalverbände, es gibt Landesverbände, Regionalverbände und selbstverständlich bin ich auch dabei, Nachfolger
oder an Priester zu denken, sie auszubilden und sie einzuladen, damit sie die Aufgabe übernehmen können. Also ich sehe das relativ optimistisch. Kolping als internationaler katholisch-sozialer Verband ist in mehr als 50 Ländern der Welt präsent. Die Menschen des brasilianischen Kolpingwerkes sind eingebunden in die internationale Gemeinschaft, die von Europa aus inzwischen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu Hause ist. Ausgehend vom Grundverständnis von Adolf Kolping und dem Evangelium erhalten Menschen Hilfestellungen, um sich selbst als Menschen zu verwirklichen. Dies gilt auch und insbesondere für Mittel- und Osteuropa. Unsere Hilfe aus Europa haben die Menschen in Brasilien aufgegriffen und damit Zeichen der Hoffnung gesetzt für eine bessere und gerechtere Zukunft. Die Aufgaben von heute und morgen zu bewältigen, fordert Kraft, Solidarität und starke Frauen und Männer, hier und überall auf der Welt. Wenn es uns gelungen ist, in Deutschland in einem Land zu leben, das kulturell und wirtschaftlich und politisch in einem ganz hohen Sinne organisiert worden ist, dann sollten wir auch alles einsetzen, damit andere Menschen auch in ähnliche Situationen gelangen, dass ihnen geholfen wird, dass sie zu einem Mindestmaß an Selbstverwirklichung im Bereich der Arbeit kommen.